Und das ist die Haltung, die wir kultivieren müssen. Wir sollten uns nicht in die Angst reinsteuern lassen, gerade jetzt nicht. Das ist ganz wichtig. Und jetzt hat die CIA nach dem Kennedy-Mord im Jahre 1967 über die Medien die Leute beeinflusst. Ja? Die Liste der Journalisten von wichtigen Medien, die mit der CIA kooperieren, war ein wahres Who is Who der Medienindustrie, erklärt Howard Hunt hier, der von 1949 bis 1970 für die CIA arbeitete. Also, der war in der CIA, als Kennedy ermordet wurde. Und er sagte, wir hatten Kontakt mit ABC News, Fernsehsender, NBC News, Fernsehsender, Associated Press, das ist so wie Deutsche Depressionagentur, Reuters, Newsweek. Was machen denn die? Haben die einen Einfluss auf die Muskeln? Auf die Knochen? Nein, auf die Nerven. Jetzt nochmal, wie haben die Medien Einfluss auf die Nerven? Ganz einfach, die berichten etwas, sie sehen es über das Auge, sie hören es über das Ohr und sie haben es im Kopf. Das müssen sie begreifen. Ich wiederhole es so oft, weil in diesen Zeiten ist es Zeit, das zu verstehen. Jetzt, der Unterschied zum Essen ist, Essen geht langsamer. Wenn Sie ein Buffet sehen, interessante Speisen, können Sie doch so durchgehen. Tomate? Nein, esse ich nicht. Mozzarella? Nein, nehme ich jetzt auch nicht. Hier das, Chips? Nein, was? Sie sehen es und Sie können es anschauen und es ist noch nicht bei Ihnen im Körper. Verstehen Sie? Alles, was durch den Mund geht, geht langsam, weil da brauchen Sie noch einen Muskel. Zack, und dann ist erst drin. Gut, es gibt Momente, wo alles ist und unbewusste Momente. Aber in der Regel haben sie es nicht sofort im Körper. Bei den Medien ist es anders. Sie haben es drin in einer Sekundenbruchteile. Das geht so schnell und sie haben es schon auf den Nerven. Zack, dank, schon drin. Sie haben es gelesen. Zack, dank. Und viele Leute sagen, mir passiert das nicht. Ich habe Abitur. Das hat, ja. Das hat nichts mit der Bildung zu tun, das hat mit dem Funktionieren unserer Nervenzellen zu tun. Und die CIA kann über diese News-Kanäle kann sie die Nervenzellen verknüpfen. Sie entscheidet, was verknüpft wird. Und diese Anweisung ging eben raus, dass man in den Medien schreibt, es war ein Einzeltäter, keine Verschwörung. Und das können wir heute nachweisen. Das war ein internes CIA-Memorandum, und das wurde eben vom Chef der CIA rausgelassen. Also die These vom verwirrten Einzeltäter wurde von der CIA in Auftrag gegeben, und zwar von Richard Helms, Direktor der CIA. Jetzt fragt man sich, Richard Helms, kennt er den Trick mit den Nerven? Ja. Was, die wussten das schon in den 60er-Jahren? Ja, ja. Der Hit damals war da schon bekannt. Und im Januar 67 gibt er dieses Memorandum raus, das heißt Countering Criticism of the Warren Report, das können Sie sicher nicht lesen, aber Countering Criticism heißt einfach, wie kann man die Kritik am Warren Report abwehren, weil die Leute gesagt haben, der Warren Report mit dem Alan Dulles stimmt nicht. Und da kommt dieses Dokument raus und da schreibt die CIA, das war nur geheim, ja heute ist es öffentlich, da war früher geheim, öffentliche Umfragen besagen, dass 46% der US-Bevölkerung glauben, dass Oswald nicht alleine gehandelt haben soll. Dieser Trend der öffentlichen Meinung besorgt die US-Regierung und auch unsere Organisation, die CIA. Okay, jetzt hat die CIA gesagt, jetzt müssen wir die Nervenzellen der Menschen steuern. Wie machen wir das? Über Text. Verschwörungstheorien haben den Verdacht auf unsere CIA-Organisation gelenkt, also dass die CIA Kennedy erschossen hat. Meiner Meinung nach korrekt. Das Ziel dieses Schreibens ist, Material zu liefern, um die Behauptung der Verschwörungstheoretiker abzuwehren und zu diskreditieren, damit sich solche Behauptungen nicht in anderen Ländern ausbreiten. Das heißt, dieses Memorandum wurde an allen Botschaften der USA nach Deutschland, in die Schweiz, nach Vietnam, nach China, überall hingeschickt und in jeder amerikanischen Botschaft ist ein CIA-Mitarbeiter, der bekommt das und dann heißt es, okay, jetzt muss ich die Journalisten hier im Lande anrufen, weil die haben, habe ich das schon gesagt, Zugriff auf ihre Nervenzellen. Und dann hat man Folgendes vorgeschlagen, mit der CIA befreundete Journalisten müssen Zeitungsartikel und Bücher publizieren. Wer den Trick mit den Nervenzellen nicht versteht, sagt, warum denn jetzt Bücher und Artikel? Ja, weil das der Zugang zu ihren Nervenzellen ist. Das ist alles. Das, was Sie lesen, das formt die Nervenzellen in Ihrem Kopf. Also überlegen Sie sich, was Sie lesen.
Auch das, was Sie hören, das ist es. Das formt es. Sie können es dann wieder ablegen, wenn Sie wollen, aber Sie haben es jetzt schon drin. Sie sollen, wenn es passt, darlegen, dass Ihre Kritiker erstens Ihre Theorien aufstellten, bevor die Fakten zugänglich waren, eine Möglichkeit. Zweitens, dass Sie politische Interessen verfolgen. Drittens, dass Sie finanzielle Interessen verfolgen, dass Sie hastig und ungenau in Ihrer Forschung sind. Sehen Sie, das ist zum Beispiel ein Vorwurf hier, Punkt 4, Financially interested, hasty and inaccurate in their research. Das ist genau das Gegenteil, was Garrison war. Garrison war ja genauer. Er hat gesagt, Schmauchspuren zeigen, das war negativ.